Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, es ist wieder Zeit, hier mal wieder weiterzumachen und unser Gehirn wieder vollkommen zu verdrehen hier. Ja, oder nur eigentlich meins. Ja, wir müssten hier sehr viel umkonfigurieren. Aber die andere Sache ist, wie lange bleibt es noch bestehen? Ich habe ja eigentlich gesagt, diese ganze Sache ist vielleicht erstmal provisorisch. Das kann man ja verbinden, wie man möchte. Teilweise ist es auch ein bisschen eng wieder, aber wir lieben es ja eng. Oder zumindest ich liebe es eng. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute mal so ein bisschen die Karte zu erkunden. Und mal zu versuchen, so eine 40-Minuten-Folge hinzukriegen. So 30 bis 40 Minuten habe ich eigentlich immer vor, aber ihr seht es ja. Daraus werden meistens dann 50% mehr, also eine Stunde. Lass mich mal gucken, Moment mal. So, also, oh Mann, das Nest hat sich hier vergrößert. Au, 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 Beißernest. Ich weiß nicht, ob wir das nicht schon mal hier ausrotten sollten. Oder was das halt macht, wenn wir das machen würden. Weil momentan kann man den eigentlich noch ganz gut, aber ja. Das Problem ist nämlich, wenn die größer werden, haben wir später nicht auch ein Problem. Naja, gut. Jetzt folgendes, ich möchte noch ein paar Mauern haben, also nicht Mauern, sondern Durchgänge. Die sind hier unter Militär. Tor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, so ein 8er Tor ist ganz gut. Da passt auch später ein Panzer, ja. Da ist Wasser. Ein Boot haben wir leider ja nicht, aber ja. So, los geht's. Mein Panzer wäre mir viel lieber, aber ich habe jetzt den Buggy hier mal bewaffnet, ein bisschen hier mit Munition. Ja, da ist der nächste Baum dran gewesen hier. So, jetzt müssen wir hier mal irgendwo ein Türchen reinbauen. Lass mich doch mal sehen. Wo baue ich denn da ein Türchen am geschicktesten rein? Überall blöd. Hier vielleicht. Nee, nicht gerade da, wo Bäume kommen. Hier. Hier bauen wir jetzt einfach mal ein Tor rein. Drehen bitte. Danke. Ups. Da brauchen wir keins. Hier. So. Jawohl. Jetzt gehen wir mal auf Expedition. Also das ist das Grontium. Ich weiß noch nicht genau, was man als Grontium machen kann. Das wird man auch noch irgendwie brauchen. So, wir sind ja hier mal ein bisschen rumgelaufen auf der Karte, aber ja. In erster Linie war das jetzt nicht sehr prickelnd. Wow. Ja. Da ist viel zu viel Wald, das ist das Problem. Was ist denn hier eigentlich los? Baum, die sehen aber schon sehr kaputt aus, ja. Ach, Mann. Jetzt lobe ich mir doch den Panzer, aber den haben wir noch nicht. Mensch. Autsch. Ja, Granaten hätte ich mal bauen sollen oder so. Um hier mal ein bisschen Wald zu vernichten, aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Vernichtest du den Wald, ist es auch wieder schlecht, weil dann kann die Umweltverschmutzung nicht gefiltert werden. Ja, wie du das machst, ist es immer blöd. So, vielleicht können wir hier oben irgendwie... Oha! Da ist ein Nest, ein größeres. Das gucke ich mir gleich mal an. Speiernest, Beißernest, oha! Ja, da sind auch schon die kleinen Viecherle da. Das sind schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Gebäude. Puh, das gefällt mir gar nicht, dass die sich hier schon vergrößert haben, so ordentlich hier. Ich habe da jetzt gedacht, die einen da, wo wir da haben, die sind klein und pupsig, aber... Bin ich hier gegen Felsen gefahren, weil ich mal wieder nicht geguckt habe, wo ich rumfahre. Sache, mit dem Panzer wird uns das alles nicht passieren. Da haben wir ein Vierernestle. Oh, ja, nee, lasst mich mal in Ruhe. Mist, jetzt habe ich die mir auf den Hals gejagt. Das wollte ich gar nicht, ich wollte nur gucken. Verlieren die Interesse, wenn ich da weiterfahre? Ja, doch, okay. Die laufen eigentlich ständig da, da ist ein einzelnes Nest. Ich meine, was wir kaputt machen von den Nestern, das wird nicht mehr wieder besiedelt. Also da kommen nicht neue irgendwann. Das ist nämlich eine Schienenwelteinstellung. So, da haben wir das Dreiernestler hier im Wald versteckt. Was sehe ich denn da?
Oh, da oben wäre Kohle, aber nicht gerade sehr groß. Ja, aber auf jeden Fall, es gibt noch Kohle auf der Karte. Nicht, dass sie hier nur ein Feld ist. Die Forschung ist fertig. Was ist das hier? Radare? Ach ja, stimmt. Ich habe noch Bob's Warfare mit reingenommen in die Mods. Also die Modliste wird immer, immer, immer länger. Es werden auch nicht immer alle aufgelistet sein. Ich versuche die Modliste nach Möglichkeit zu vervollständigen, die vollständig zu halten. Ja, die Belader habe ich mir auch reingenommen. Loader Redux hier. Ich erwähne die halt dann, falls jemand die dann sucht. Ja. Also das hier ist Bob's Warfare. Da gibt's bessere Radare. Was ist denn das hier? Grundlegende Schaltung. Wie sieht denn das Ding aus? Ah, Moment, stimmt. Ich habe auch so ein kleines Mod installiert, wo die Sachen ein bisschen anders da aussehen, dass sie ein bisschen mehr Vanilla aussehen, nicht mehr so komisch abstrus hier teilweise. So, also die Radare kosten nur 25 hier. Ich weiß auch nicht genau, was die sind. Sind die besser, die Radare? Das heißt, der Radar 2? Moment, die müssten einen größeren Radius haben. Forschen, so. Nicht lang geschwafelt, forschen und gut ist. So, da ist nochmal dieses Rubid-Zeugs hier. Was haben wir hier? Grontium, nochmal ein Riesenfeld. Okay, und Öl. Hier hätten wir Öl. Aber das ist beschattet von einer Riesenbase hier. Das gefällt mir gar nicht. Das, ja, wir haben Nachbarn. Oh Mann, und wir haben noch keine Lasertürme. Wir müssen noch mit unseren. Ups. Was habe ich da kaputt gefahren? Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja noch unsere Projektilwaffen, also ne, ist total rückständig eigentlich. Ich habe die Projektilwaffen eigentlich im Vanilla meistens irgendwie vermieden und habe versucht, immer schnellstmöglichst gleich auf Laser zu kommen. Einfach mal auf Energie, weil Energie kann man eigentlich schnell herstellen. Ein paar Solarzellen hast du schon Energie. Ja, auf jeden Fall. Hier ist nochmal ein einzelnes Nest. Normalerweise, wenn ich die einzelnen Nester zerstöre, dürften die ja weg sein. Dann vergrößern die sich auch nicht mehr. Oder haben wir mal ein Problem? Radare sind fertig. Jetzt haben wir hier auch neue Geschütztürme. Ich sehe manchmal bei jemand anders halt das und dann denke ich mir, ah, vielleicht ist doch nicht so schlecht. Ich habe am Anfang so ein bisschen eine Vorauswahl getroffen. Ich wollte nicht komplett das komplette Modpack haben, ja. Da habe ich gesagt, ich lasse ein paar Teile weg. Die besseren oder ja. Das wäre für mich schlechter. Die besseren Feinde, die habe ich mal rausgelassen, immer noch, weil ich will mir es nicht schwerer machen, wie es ist. Da hätten wir Geschütztürme. Die wird mit Stahl verbessert. Also der Witz ist, da braucht man 10 Stahlzahnräder und noch Stahlträger. Eigentlich finde ich das ein bisschen lustig. Schadensbonus plus 20% mal 1. Was soll denn das heißen? Wieso mal 1? Mal 1 ist mal 1. Da ändert sich doch gar nichts. Naja gut, die mir forschen die auch noch. Also sind die schon mal stärker dann wie die Standardtürme. So, hier haben wir, was haben wir da? Spalt. Spalt? Ertrag? Irgendwas Ertrag? Gibt es da Erdwärme oder was? Was ist denn das? Hm, das sieht komisch aus. Wie so Pfützen hier. Wie so. Was das für Spalten sind, weiß ich nicht. Geothermische Spalten oder sowas. So, wir gucken weiter. Das ist allemal besser, so eine Fahrt zu machen, ja. Wie jetzt hier ein Radar zu stellen und zu warten, bis da das Radar aufgeklärt hat. Hier ist ein riesen Nest und ich fahre wieder gegen alles, was hier an Bäumen steht. Man müsste wirklich an das Auto noch einen Pflug hinmachen oder so, dass es ungefähr so wie der Panzer so ein bisschen besser gegen die Bäume gewappnet ist. Weil der Panzer, den haben sie jetzt so konzipiert, dass der einfach mal durch alles durchmäht, als wäre es nur Lametta oder so. So, das sind nochmal zwei Nestle. Ja gut, das ist orange. Oh, nein, 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 nein. Aua, 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 aua. Lass das mal hier. Lass mich in Ruhe. Ich fahre ja schon weg. Tschüss. Jetzt wird es nicht auch noch dunkel. Das ist nochmal blöd. Wir haben zwar eine Scheinwerfer hier vorne dran. Das ist auch schon fertig. Verstärkte Betonwand. Das wird mit grundlegender Schaltung hier und das hier.
Mit Stahlträger und Ziegelsteinen kriegt man verstärkte Wände, die haben maximal Gesundheit 57. Das ist auch dem Warfare hier geschuldet. Mal schauen, das ist schön und gut. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Oh. Ein Riesennest wieder. Aua, aua, aua. Da hätte ich jetzt zwar ordentlich auf den Popo gekriegt hier. Sag mal, Leute, hier sind Riesennester jetzt schon in der Gegend. Naja, wir haben eine Beiser-Evolution von 39,3, aber das bedeutet doch eigentlich bloß, dass die Beiser eine stärkere, also stärkere Variante kriegen. Oh Jesus, na. Hier, der blöde Felsen hier, weg mit dir. Noch ein Felsen. Ja, wieder gegen Baum gedüst. Da ist wieder ein Riesennest. Ich möchte es gar nicht mehr wissen, so langsam. Ich glaube, ich fahre wieder heim. Warte mal. Moment mal, jetzt muss ich mal was wissen. Rubid. Rubid Erz. Nee, nee, Quatsch, das ist. Rubid Erz ist Rubid Erz, okay. Ja, nee. Da habe ich mich verguckt hier. Aber Bobmonium-Erzfelder, die sind riesengroß hier. Ja, gut, da lohnt sich auch die Zugverbindung. So, weiter geht's. Knarz. Ja, toll. Ich meine, eigentlich hätte ich gern das Erz, wo wir mit hier das Metall kriegen, weil wir müssen ja Eisen herstellen. Aber ich habe ein Problem. Hier ist nochmal. Ah, Styratit. Warte mal, nee, Styratit ist für Kupfer. Und Zafferit ist ja auch. Oh nee, das ist wieder hier zusammen. Das hasse ich immer, wenn. Oh nee, 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 nee. Da ist Alien-Gedöns hier drin. Toll. Überraschung. Wir haben hier ein Riesenfeld für Sie, aber eine Bedrohung dabei, eine Bewachung. Warum soll es denn so einfach sein? Das wäre auch riesenweit weg, aber wir können ja Züge bauen. So, jetzt gucken wir mal hier noch. Die Karte mal noch ein bisschen aufdecken. So. Wenn nicht, müssen wir gucken, dass wir halt aus den anderen Erzen auch Metall rauskriegen, Eisen, weil, tja, es hilft alles nichts. Wie gesagt, ich muss mich mal informieren, was aus Kronzium rauskommt. Wow, nein, 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 nein. Da ist wieder ein Nest da unten. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht nur so gucke und dass ich auch auf dem Radar gucke. Da ist wieder Steratite. Das brauchen wir aber nicht, Steratite. Wir bräuchten das dunkle Erz da. Knarz, jawohl, wieder voll, wieder so ein Felsen. Und ich sollte mal mein Auto reparieren. Sonst macht es irgendwann Boom. Die Dinger explodieren ja so schön, wenn sie vom Zug erfasst werden oder so. Da muss ich immer so richtig lachen, eigentlich, wenn die in die Luft fliegen. Ja, schon wieder beschädigt. So. Haben wir noch irgendwie. Also, Steratite haben wir genug. Also, die Kupferversorgung ist gesichert. Aber alles andere ist ein bisschen schwebend. Da ist nochmal ein Nest hier drin. Also, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich denen ihre Nester hier zerstöre. Ob die dann gleich mal so richtig. Wow, yo, du hast uns kaputt gemacht hier. Dann und auf uns losgehen. Da wäre auch so ein einzelnes Nest hier. Ja, bis jetzt habe ich nur eine Ölquelle gesehen. Das war da oben bei dem Meganest da. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir wirklich unsere Basis ein bisschen alienfester machen. Weil das könnte. Sephiroth. Pü. Was ist denn das? 117k Sephiroth bloß. Das ist ja lachhaft. Das ist ja sehr albern. Gibt es das mal noch größer, wie bei dem Alien-Nest da, wo er drauf sitzt? Weil zur Not müssen wir das eben freilegen und da kommen wir in einen riesengroßer Wald. Ein riesengroßer Wald und ich fahre da mal wieder in den Ausläufern drin rum. Ja, auflaufen tue ich auf die Bäume. Ja, wie weit fährt er denn noch hier? Ah, da gibt's. Oh, auch eine Riesenbase. Die haben auch schon wieder Ableger. Ja, verfolgt mich doch, aber. Catch me if you can, sozusagen. Lalalala, Rubid Erz hier. Sowas gibt's immer genug.
weiß nicht, warum das mit Häufigkeit auftritt. Und das andere Zeug nicht so. Brauchen wir doch nicht. Oh, guck mal da. Da kommt auch wieder. Wir brauchen doch Eisenplatten sehr viele eigentlich. Oh, da gibt es schon Würmer. Oh, nein, ich will leben. Auf Wiedersehen. Die finden natürlich einen schnellen Weg durch den Wald durch, die Einheimischen, ne? So. Aber ich habe da kleine Problemchen. Was, das haben wir da? Ne, das ist nix. Och, Leute. Ja, nein, da war ich zu nah dran. Ich möchte irgendwie. Nicht. Nein. Mensch, da gibt's schon Würmer. Das ist ja brutal. Alter Schwede. Ja, gibt's auch einen Jungschweden. Lalalala. Ich mag nicht mehr. Das, die Aliens sind schon so riesengroß, ey. Das ist unglaublich. Naja, gut, die schlafen ja, ne? Die machen ja auch. Und da hätten wir noch ein Ölfeld. Allerdings auch in unmittelbarer Nachbarschaft mit Aliens. Die kommen immer noch. Zwei sind noch unterwegs. Ja, da. Oh! Hier ist auch ein Riesenkomplex. Unimatrix-Komplex. Ja, wir sind die Borg. Das Hive-Bewusstsein, die Schwarm-Intelligenz, ne? Ja, da habe ich mir auch wieder ein paar geholt. Hier kleine Beißer, mittelgroße sind schon hier. Dabei habe ich denen noch gar nicht groß was getan. Ich habe mich nur gewehrt. Also die drei, wo da mich angegriffen haben. Wow. Oh, Sulfurite, yes. Warte mal, das ist. Kann ich mal ganz kurz verschnaufen auf der Karte? 4K5, okay. Was ist denn das da unten? Wo ist denn das andere Erz? Hallo? Das sind 14 Millionen. Naja, gut, 4,5 und ich muss nicht kämpfen, so großartig. Das wäre besser. Also, ich guck mal noch, ob das halt irgendwie jetzt hier schön aussieht, aber gleich hier wieder eine riesen Alien Base da ist. Da hätten wir eine kleine, die müssen wir natürlich ausmerzen. So, Spielerinventarplätze machen wir mal noch weiter hier. Das Bob Logistik Mod, okay. Da kriegt man ein bisschen mehr Logistikplätze. Hi. Ah, das war jetzt natürlich wieder schlau von mir. So, Ruhe mit euch. Ich mache jetzt das eigentlich nicht mal kaputt hier. So, warte mal. Radar. Und was ist jetzt hier der Unterschied? Ich meine, maximal Gesundheit, Energieverbrauch, klar, das ist der Unterschied schon mal. Ach, jetzt sehen die grundlegenden Platinen eben aus wie standardmäßig. Ist so bräunlich. Jetzt kann ich auch wieder sagen, die braunen Chips oder hier, das grundlegende Schalten, grundlegende Platinen, die sehen fast gleich aus. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht mache ich es doch wieder zurück, weil, ja, das sieht dann schon zu ähnlich aus. Aber so haben die halt die Schaltkreise hier, jetzt die aussehen, wie man es gewohnt ist von der Form her. Jetzt ist schon wieder dunkel, ich hasse es. So, das wird so ein Spalt. Nein, das ist ein Alienbase. Nein, ich will leben. Oh, ja, das war mein Auto. So viel zum Thema. Ja. Verdammt. Oh. Ja. Ich wurde besiegt. Wie ein großer Beißer. Naja, gut. Spielladen. Autosave. Gut. Zu viel gelabert. Nicht aufgepasst. Ach, das ist aber jetzt blöd. Warte mal. Da haben wir jetzt aber ein großes Gebiet noch nicht erkundet hier. Tja, so kann es eben gehen, ne? Warte mal. Naja, gut. Da ist mein Auto. Na doch, es hat.
Ach, das sehe ich an Balken, genau. Wo war denn jetzt dieses riesengroße? Naja, was heißt riesengroß? Hier. Hier ist das Sphäroid. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau. Die eine Base oben muss man natürlich ausschalten. Also, weil wenn die dann wieder das Zeug riechen, dann kommen die auf jeden Fall immer wieder vorbei und wollen Kuchen haben. Aber ich möchte denen keinen Kuchen geben, weil ich ein fieser Nachbar bin. Knacks, ja. Die blöden Bäume, ja. Könnt ihr die mal wegnehmen? Ein Panzer können wir leider erst bauen, wenn wir blaue Forschungsschlüssel haben. Und das kann ich noch eine Weile hinziehen. So, Servus. Gut, da kommt keiner mit diesmal. War das nicht hier auch wieder eine große Alien Base hier oben? Ja. Oh, da ruckelt es gerade ein bisschen. Kann aber daran liegen, weil ich gerade noch nebenher weiter rendern muss gerade. Denn, ja, sonst komme ich nicht mal hinterher. Am wichtigsten ist es immer, die Gebäude platt zu machen. So. Das war's. Das war das einzelne Nest, nämlich, wo ich gesagt habe, ja. So, also das da unten wird zu erschließen. Ah, ach so. Da bin ich wieder mal wieder am Stein gedüst. Wer stellt hier mal Steine in den Weg? Beim Vanilla haben sie die Dinger entfernt, dass die nicht mehr da sind, diese Felsen. Wahrscheinlich, weil sich viele Leute beschwert haben, dass die Felsen immer stören. Ja gut, da müsste der Wald ja auch entfernt werden, ne? So, jetzt fahre ich mal noch hier weiter. Aha, da ist nochmal Steratit, aber nicht gerade so groß. Bisschen Wasser gibt es auch, ja, da sind die Aliens wieder mal. Am Werken. Lass ihn mal sehen. So. Gut, dann würde ich sagen, so langsam kehren wir wieder zurück. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Bahn kriegen. Weil aus dem restlichen Metall, was wir da noch haben, da müssen wir mal gucken, dass wir ordentlich weit kommen, damit wir mehr Bahn kriegen. So, das haben wir gesagt hier, nachdem wo wir hier kaputt gegangen sind. So. Wie schaut es kartenmäßig aus? Jetzt habe ich das. Sieht ein bisschen aus wie eine Blüte jetzt hier, wo ich da hier frei gemacht habe. Da ist nochmal so ein kleines Lager, das mache ich mal platt. Und wie gesagt, es ist wichtiger, eigentlich das Gebäude platt zu machen, wie die Viecher abzuschießen. Weil da können sie immer wieder nachspawnen. Wenn ich da einen abschieße, kommt gleich wieder neuer und ja. Also erst eigentlich immer gucken, dass du die Gebäude platt machst und dann den Rest. Ah, jetzt ist wieder finster. So, warte mal, ich repariere mal wieder mein Auto. Ich finde es irgendwie lustig, das Geräusch da. Wie so ein Akkuschrauber. So, jetzt hat er. Jetzt gucken wir mal hier wieder. Ach, da kommt Wald, genau. Ich wollte eigentlich unten an der anderen Ecke noch das eine Lager kaputt machen. Vielleicht auch noch das Lager, weil das könnte sonst ständig Angriffe forcieren. Aber nicht unbedingt bei Nacht, oder? Ja, das ist. Bei Nacht ist es blöd. Warte mal, wie viel Uhr? 1 Uhr. Ah, es ist gerade wieder Nacht vorbei. Knacks. Blöder Felsen, geh weg. Dich will keiner. Ich sehe es erst auch nicht richtig, weil es hier im Wald ein bisschen drin ist. Das Nest. Ja, da ist schon ein größerer Beißer, glaube ich.
Erstmal die weglocken vom Nest hier. Ja, nee, das. Oh Gott, das ist gefährlich hier. Lalalala. So, das Nest ist unbewacht. Ich müsste hier ein bisschen wegziehen und dann drauf schießen. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Oh oh. Ah! Oh, ich will doch leben, verdammt nochmal, jetzt sterbe ich schon wieder. Ja, plopp! Tot, 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 ich weiß es. Ja, okay. Also nochmal zweimal gestorben. Spiel laden, Autosave, so. Okay, naja, gut, das war jetzt. Ah, das war genau hier richtig gespeichert. Habe ich da gerade einen überfahren? Ich weiß es gar nicht. La 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 la. Ja, ich habe hier wirklich. Das ist blöd, wenn es hier im Wald ist. Da ich ein Blatt gefahren. Nein, nein. Ah, verdammt. Nee, das wird wieder nichts. Ja, toll. Schön. Ich meine, ums Auto geht mir es ja nicht, aber um eine Person. Nee, ich sterbe wieder. Ah, das hat keinen Wert. Okay, Spiel laden. Laden. Das hat keinen Wert, jetzt hier bei Nacht und Nebel anzugreifen, weil ich da so nah reinzoomen muss. Also wir sind einfach noch viel zu schwach hier. Und mit der Munition, die ich jetzt momentan habe, vergiss es einfach. So. Was ist los? Ja, ihr könnt ihr angreifen. So werdet ihr vernichtet. Hoffe ich zumindest. So. Ja, Wald. Das eine Nest da unten können wir aber noch platt machen. Das geht. Eins geht immer. Da können wir auch schön außen rum kreiseln, weil da ist kein Wald. So, bitteschön. So, das andere ist kein Nest. Das ist wieder irgendwas anderes. Das ist so ein komischer Spalt hier. Kann auch sein, dass der Gas rauskommt. Ich bin mir da aber hundertprozentig sicher. So, jetzt wird es wieder Tag. Ja, oh, diese Felsenmensch hier. Ja, trotzdem irgendwie. Na. Trotzdem, das Nest muss irgendwo da weg da oben. Das forciert mir wahrscheinlich ständig immer wieder neue Gegner. Toll. Und das forciert hier ständig wieder neue Schäden hier, diese Felsen. So, nochmal reparieren. Das war's. Reparaturtool. Tooltime. So. Jawohl. Einsteigen. Und los geht's wieder die Fahrt. Ach, da sind noch ein paar Aliens. Ach, da habe ich gerade eine Nachricht gekriegt hier. Ja, Discord. Ich habe gedacht, ich hätte ja alle Nachrichten abgeschaltet oder stumm geschaltet. Das ist aber ungeschickt dann hier. So. Hi. Ja, nö, anscheinend doch nicht. Aber kann jetzt sein, dass ihr die ganze Zeit düdüt, düdüt, düdüt macht hier. Das würde jetzt mich sehr aufregen. Ja, und ja, hier können wir keinen Blumentopf gewinnen, glaube ich. Also wie gesagt, das Nest ist einfach zu weit im Wald, genau. Zu weit im Wald, hört auf, lass mein Auto leben. Da kommt schon das nächste Nest. Genau, beißt in den Stein rein. Das könnt ihr machen. Jum, ups. Ja, der hatte doch ein bisschen Widerstand hier. Gedacht, ich könnte mal richtig schön drüber brettern.
Lalalala. Gut. Dann nehme ich die jetzt einfach mal mit. Dann kommen die halt ab und zu mich hier besuchen. Was soll's? Das Konzium hier oben, das können wir eventuell noch einverleiben, indem wir hier eine Auswölbung machen. Bei der Mauer. Autsch, ja. Voll wieder die Mauer geknallt. Habe ich es jetzt kaputt gemacht oder wie schaut's aus? Ja, die hat Schaden. Psst. Ja, das Gehupe nervt mich so langsam, ey. Ich glaube, ich muss das in der Systemsteuerung mal abdrehen hier, dass das, ich habe eigentlich gemeint, dass hier gar nichts jetzt gerade mal kommt. Beziehungsweise, nein, ich muss Stummschaltung mal aktivieren. Mal schauen. Gut. So, ich park mal wieder hier. Ja, und da würde ich jetzt sagen, wir müssen auf jeden Fall bessere Waffen entwickeln. Weil einfach nur mit dem MG, das ist sehr schwach. Oh, bitte jetzt. Jetzt hört doch mal auf. Jetzt hupt es mir ja voll. Das nächste wird halt sein, dass wir expandieren und uns dieses, wie heißt sie da? Saphirite-Erz holen. Leute, ignoriert es einfach. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ja, da wird auch wieder ordentlich Alien-Gedöns kommen, wenn das hier jetzt die Luftverschmutzung hochkommt. Ja. Züge. Das bedeutet, wir müssen Züge bauen. Also ziemlich zügig Züge bauen. Das war wieder mal ein lustiges Wortspiel. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie baue ich denn nochmal Züge. Gerades Gleis. Ja, es gibt ja keine krummen Gleise mehr. Also nicht mehr als normales Bauding. Früher war es immer so, man brauchte die krummen Schienen, dann brauchte man die geraden Schienen. So. Eine Eisenstange, ein Stahlträger und Stein. Das bedeutet, wir brauchen wieder unser Eisenzeugs hier. Also hier wieder, wir haben ja eh schon zu wenig. Stein ist eigentlich kein Problem. Ich weiß jetzt halt bloß nicht, wo ich das hinbauen soll, das ganze Gedöns. Ja, was ich ja machen wollte, das war auch das Eisenerz da, wo da unten ist, nach oben zu legen. Da in die Fabrik. Mal schauen, ob das möglich wäre oder ob wir das gleich von unten vor Ort hier zu Eisenplatten machen. Der ist auch leer, okay. Ja, das ist mir jetzt eigentlich mal nicht so wichtig, dass jetzt hier genug. Wir haben ja im Speicher noch was. Hier hätten wir zum Beispiel Stein. Ja, hier hätten wir Stein. Aber kein Stahl. Aber hier wird doch auch irgendwo. Mann, warum. Ach. Jetzt ist es hier wieder zu dunkel. So, ich mache hier mal ein Licht rein. Hier noch ein Licht. So, damit ihr auch was seht. Hier wird Eisen gebunkert. Naja, das hat sich ja schon einiges angesammelt. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt mal versuchen, irgendwie durch die Base zu lotsen. Naja, die Betonung ist auf irgendwie. Ja, wir könnten eigentlich. Was ist denn das da oben für eine Produktion? Was macht ihr hier? Na, wir müssten dann hier außen rumgehen irgendwie. Düdüdüm. Forschungsgeschwindigkeit. Also machen wir mal hier weiter. Oder ich gehe einfach her und du hier einfach klick-klack. Oder hier. Ich kann hier nicht durchtunneln, ne? Ich komme hier nicht drunter durch im Moment mit den alten Dingern hier. Ne, da kann ich machen, was ich will. Ich könnte hier. Ach, das ist alles. Das ist alles nicht gerade das Beste. Und hier. Ja, gut. Da könnte man mal hier durchgehen. Oder aber, wie wäre es, wenn wir hier links.
Nee, da wird's auch wieder zu blöd. Muss mal gucken, wie es oben aussieht. Da ist wieder einer leer. Ich muss mir mal ein paar Alarmanlagen installieren, wenn was leer wird. Ja, das Dumme ist halt, dass es hier wirklich ganz weit oben ist, hier, die ganze Sache. Warte, wir bauen hier eine Mini-Zuganlage, aber wir wollen ja jetzt erstmal Züge bauen, ne? Eine Zuganlage für das hier. Das können wir dann hier einspeisen. Ja, gut, wir versuchen jetzt mal mit einem Fließband hier irgendwie hinzukommen. Gucken. So. Ja, das reicht mal wieder gleich mal nicht so, wie ich das bräuchte. Ja, das ist auch nicht so groß, wie ich es brauche. Wir machen hier eh noch mal eine kleine Änderung. Warte mal, das wird bis dahin. Ich habe hier eventuell auch vor, ein Warenhaus irgendwann hinzubauen, also ein großes Ding. So, dann wird das Erz hier hochgeschaufelt. Kann man den kleinen Mast hier mal wegreißen? Wir machen mal Folgendes. So. Das ist weg mit dir. Das muss hier natürlich eingespeist werden. So, und jetzt mache ich hier dann gleich mal Folgendes. Eigentlich reicht es, wenn wir es ab hier einspeisen, oder? Oder hier, ja. So. Ich mache hier jetzt extra nochmal einen Filter rein. Also das hat jetzt keine Bewandtnis großartig. Aber wenn ich es jetzt hier wegnehme, dann kommt hier nämlich kein Erz mehr raus. So, und das ist das Praktische, dann bleibt ja auch nichts liegen. So, und jetzt braucht man hier eine Anbindung. Ja. Das wird nicht schön, aber zweckmäßig. So. Genau, das wollte ich genauso haben, das will ich nicht so haben, nee. Dann gehe ich mal hier rum. Halt, falsch. Viel zu viel Verdrehung hier im Band. So. Jetzt ist man hier nochmal drunter durch und drüber weg. Hier auf jeden Fall. Ja, Strommasten. Strommasten, die Geißel des Konstrukteurs hier. So, da ist auch wieder Kohle, Kohle, Kohle. Moment, das ist das Munitionsband. Das können wir aber auch mal tunneln hier geschwind. Momentan. Warum kommt jetzt gerade. Oh oh. Jetzt kommt hier noch sehr wenig an. Das gefällt mir gar nicht. So, okay. Dann machen wir mal hier weiter. Hast du jetzt mal das nächste Hindernis? Hier stoßen wir auf weitere Hindernisse. Ich muss hier runter, hier rüber irgendwie. Wir gehen am besten hier außen rum. Warte mal, dann brauchen wir eigentlich das gar nicht so. Das können wir wieder herstellen. Wir gehen da längs am Munitionsband entlang. So, ja, da ist unsere Glasproduktion. Bis wir endlich mal die blöden Klippen wegspringen können. So. Wir lassen ja einfach mal einsam ein Band runterlaufen. Warte mal, wo muss ich denn langsam mal.
Hier muss ich dann irgendwann mal rüberkommen. Das mache ich am besten gleich. Wir könnten hier sogar eine Schaltung machen. Also das Erz wird eingelagert. Dann, wenn zum Beispiel sich die Sache anstaut, dass dann die Greifer aktiv werden. Ja, das macht eigentlich wenig Sinn. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier rüber kriege. Also ich kann, glaube ich, über vier rüberbrücken, ne? Nee, schon vier, aber das ist ja, das reicht hier nicht. Ach, verdammt, das ist. Das wird wieder hier Gulasch, Spaghetti und sonst was. Oder ich muss hier, eigentlich wollte ich das gar nicht so, weil hier ist die Schlacke ja wieder im Weg eigentlich. Ach, machen wir es so einfach hier unten hinten rum. Es hilft alles nichts. Ein Zug wäre nicht nice, aber lohnt sich jetzt da wegen dem bisschen Kleckerl des Gedöns nicht her. Warte mal, wir können doch hier gleich hinten rum. So. Ach, da sind meine Fließbänder leer. Schön. Da sind die Fließbänder leer. So, wo habe ich die wieder? Die Kiste oben ist ja schon leer. Ah, hier. Da müssten. Ja, da habe ich noch welche da, ohne die Produktion hier wieder in Gang zu schmeißen. Na doch, hier einen nehmen wir mal weg, ja. Gott sei Dank brauchen die jetzt hier diese Zinnplatten. Ja, eigentlich würde ja Gummiplatten hier mehr Sinn machen, oder? Weil da oben drauf, das sind ja solche Gummischuppen, wenn man es mal so will. So. Dann lassen wir es einfach hier mal weiter fließen. Jetzt ist man hier wieder durch den Wald durch. Ja, eine Granatenproduktion wäre ja schön und gut, aber da brauchen wir auch wieder Eisen, ne? Jetzt müssen wir erstmal das Problem Eisen in den Griff kriegen, was wir gerade zu wenig haben. Und ich hoffe, das kriegt man eben jetzt hier mit dem Band hier zurecht. Wenn ich das da oben noch zuführe, das bisschen, was wir haben, wir müssen alles nutzen, was wir kriegen können. Gut, ein paar Produktionen müssen auch noch vielleicht umgestellt werden auf Sortierung, weil alles haben wir noch nicht sortiert. So. Und das Kronzium muss ich halt mal noch wirklich gucken, was aus Kronzium gemacht wird. Ja, gut, Leute, soweit erstmal hier. Ich wollte ja eine kürzere Folge machen, das will ich jetzt ja auch einhalten. Ja, ich danke euch wieder mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ein bisschen. Die Erkundungs-Action mit Toten und so weiter. Ja, Toten leider meinerseits, nicht der Aliens. Ja, wir sind einfach noch zu schwach, haben wir jetzt herausgefunden. Aber naja, es wird noch. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.